Vor allem, wo soll der Bogen dann hinführen? Na ja gut, das wäre dann wahrscheinlich unser unterirdisches Tunnelverbindungssystem irgendwo da hinten hin. Keine Ahnung. Du hier in meiner Hütte, wie kommt's? Hau ab. Na ja gut, die Tür war auf. Ups, und hier oben kann er natürlich auch rein. Ja, wir machen da einen Bogen rein und dann passt das dann schon. Jetzt haben wir nämlich auch genug Steine, um dann zumindest die Wände schon mal zu verkleiden. So. Und ja, Decke wäre dann eben Decke halt. Ne? Da oben ist sie ja auch zu. Beziehungsweise vielleicht machen wir es dann hier ein länger. Der muss ja, der Keller muss ja nicht dem da drüber 1:1 entsprechen. Der kann ja auch ruhig größer sein. Ja gut, es wäre dann trotzdem immer, wenn es hier dann 3 wäre, wäre es hier immer noch wieder 2. Gut, es wäre dann hier 1, 2, 3 gesetzt. 1, 2, 3 gesetzt. Nee. Nee, 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 nee. Nee, wir lassen es, wie es ist. Das passt schon. Immer mit 2er Abständen. Und die Fackel da, die könnte man ja sogar... Wir gucken mal. So, da ist auf jeden Fall erstmal wieder auf. Ich mag es halt, wenn es ungerade Zahlen sind, ne? Egal. Wir lassen es erstmal so, der Keller ist auch noch lange nicht fertig. Die. Doch. Zu, zu, zu. Und ja, er wäre dann halt hier eben auch zu. So, wir müssen auf jeden Fall entfernen. Dann hier, da und da. Und da. Ja, mit 3 wird es hier eh nicht gehen. So, da ist der Keller auf jeden Fall ordentlich beleuchtet. Wenn er dann runterkommt. Ah, ist genauso hell wie draußen. Und hier oben wäre dann halt eben auch zu. Also, Lagerraum haben wir wohl genug. So, wir müssten eigentlich nochmal ein bisschen Lehm haben. Weil wir hier noch zumachen wollen. So viel Müll im Inventar. So denn. So denn, so denn, so denn. Doch hier, Leder. Leder haben wir da unten. Flint haben wir da. Ja, diese blöden Endstation-Dinger hier, ne? Ach, ja, 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 ja. Der letzte Ton. Jedes Tönchen gibt ein Dönchen. Wir brennen den Ton mal und dann haben wir ja unser schickes Bötchen. In dem fahren wir einfach mal da hinten hin und holen mal noch mal diese Löcher hier im Boden. Und holen einfach noch mal ein bisschen Lehm. Ton. Aua. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja. Bye, bye. Tschüss. Gucken wir mal, wie wir heute rausfahren können. Warum hat das Ding eigentlich weder Ton noch... schöne Effekte. Naja, gut. Wir fahren erstmal noch da hinten. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir ein bisschen uns Zeug einsammeln. Ach, hier ist der Dungeon, wo nichts drin ist. Und wo fahren wir denn mal hin? Hier ist noch zu nah. Guck mal hier, das ist... Ah, guck mal, diese Sichtweite. Und jetzt langsam verschwindet es im Nebel. Bei der Gelegenheit, da können wir eben kurz hier gegenhauen. So. 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 Dup, dup, dup. Dup.
Wir brauchen ja auch tatsächlich nicht so viel. Es ist ja sehr ergiebig, wenn man das hier abholt. Ach, wir hätten eigentlich ein bisschen Sand mitbringen können, um die Löcher wieder zuzumachen, ne? Naja. Mit der Schaufel, da musst du echt aufpassen. So, dann haben wir nämlich unsere 100 schon wieder voll. Jetzt holen wir hier den anderen uns auch noch. Dann haben wir wahrscheinlich wieder 200. Oder auch nicht. Na gut. Aber den hier und dann haben wir genug. Definitiv. So. Wieder zurück. Haben wir unser schönes Bötchen. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Eine Bootfahrt, die ist. Bootfahrts. Bootfahrts ist lustig. Fährt das alleine, das Boot? Nein, das Boot fährt nicht alleine. Also von hier hinten mit dieser Rundung, oder sieht halt von hier hinten tatsächlich aus wie so eine Rundung. Das ist schon geil. Aber es wirkt generell irgendwie so ein bisschen klein irgendwie, dafür, dass es so einen riesen Torbogen hat. Hm. Naja. Dann legen wir wieder an hier am Hafen. Den wir ja auch irgendwann nochmal bauen wollen. Man könnte ja diese ganze Seite hier irgendwie dann mit Ziegeln, diese Steinziegeldinger zubauen. Und dann sollten wir vielleicht das Boot auch einmal richtig einparken. So. Oh, oh, die Steuerung ist jetzt ja inventiert. So. So. Nee, 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 nee. Ja, so. Piep, 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 piep. Tja, und schon steht es wieder richtig. So. Gehen wir hier durch. Ja, und dann hätte man nämlich hier von unten dann irgendwie so einen Zugang zum Hafen irgendwie nach unten mit einer breiten Treppe oder so. Hier ist übrigens von oben durchgezogen, ne? Das ist das, was notgedrungen gemacht wird. Oh, ich will da gleich dran denken, das zu bauen. Oh, meine Güte, hör mir auf. So, dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Und nun machen wir hier mal schön Lehm. Oh, die Baumfarm, die eskaliert so langsam. Wenn ich das jetzt abholze und da wieder nicht... die Axt und dann noch einmal hier, zack. Und dann gucken wir mal. Ah, guck mal, er macht die anderen holt er gleich mit weg. Das ist gut. Den hat er jetzt nicht mit weggeholt, naja gut. Das ist, naja. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich hilft, da jetzt irgendwie eine Reihe Cobblestone ranzubauen. Fünf, naja gut, es hat einen hat's gebracht, immerhin. Ich lasse es einfach mal da, dann soll uns das mal nicht weiter stören. So. Muss wieder gebrannt werden. Oh. Bei der Gelegenheit einmal kurz wieder Kies auffüllen, bitteschön. Wir können hier hinten gleich auch nochmal weiterbauen. Hier ist ja auch noch, was man dann hier, hier, hier... Wir umgehen das Problem einfach mal ganz geschickt, indem wir da einfach nichts hinbauen. Sondern wir gehen hier weiter. Ja, das passt. Ja, und dann gehen wir hier unten weiter einfach. Hm.
Das ist sowieso viel zu weit schon. So viel Kies habe ich gar nicht dabei. Hier. Ja, dann wäre man dann hier in diesem komischen Kessel. Kann man ja gucken, ob man hier vielleicht irgendwie runter. Muss auch noch mal irgendwann erkunden, ne? Aber erstmal haben wir jetzt hier so einen kleinen Weg schon mal gebaut. So. Da kann man natürlich auch gucken, dass man mit Zaun das Ganze noch so ein bisschen irgendwie so hier und da so einzelne Zaunpfosten oder so Zaunstückchen ergänzt, dass man wirklich, ja, wir sollten vielleicht gucken, dass wir den hier hinten auch so ein bisschen dichter bauen, so wie hier. Zaun habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Dann könnte man hier so ein bisschen zumachen mit Zaun, dass man so ein bisschen eine Orientierung hat, wo man längs laufen kann. Ich glaube, das passt ganz gut. So. Wenn ich vorher den Ton da reingetan hätte, dann wäre jetzt wahrscheinlich ein Teil schon fertig gewesen. Naja, gut. Wir können ja hier schon mal vorbereiten. Also Loch und Loch. Und der ist von innen natürlich genauso gestaltet. Das heißt, hier kommt auch noch überall Stein drumherum und hinten kommt auch noch Stein. Und davor kommt dann ja, ein Gitter. Den Stein dahinter, den lege ich immer schon mal rein. Das ist schon mal ganz gut. So. Mehr Kies. Ja, mehr Kies. So. Bei der Gelegenheit auch mal hier oben mal zu. So. So, das da rein, das da rein. Upsa. So. So. Jetzt ist die auch gleich wieder hinüber. Mehr Kies, ja, mehr Kies. Und da ist sie hinüber. Sehr gut. So, hier zumachen und dann hier wieder hinsetzen. So. Das passt soweit alles. Wir können hier eigentlich drumrum auch schon mal wegmachen. Ja, die Lücken ansonsten passen soweit alle. Hier wäre natürlich theoretisch die Möglichkeit, aber da das ja von allen Seiten auch gleich sein soll, nee, machen wir natürlich nicht. Das heißt, hier wird dann ganz normal auch zugebaut. Und dann passt das dann auch schon. So. Und da wäre dann der normale. So geht's natürlich auch. So, da wäre dann der normale Stein hier und hier und hier unter natürlich auch. Hier und hier. Und hier wäre dann eben wieder Cobblestone. So. Man kann das natürlich auch ja, so als Lücke lassen. Nur das hier so ein kleiner. Einfach eine kleine Stelle ist, wo es dann halt eben kurz einmal in die Wand reingeht und das war es dann auch schon. Müsste man der Ordnung halber natürlich auch auf der anderen Seite machen. Da geht es natürlich nicht, weil hier die Treppe im Weg ist. Aber wir können natürlich vielleicht mal schauen, ob wir hier vielleicht. Nee, wir lassen das so, das passt schon. Das ist ja von oben hell genug, also von daher alles gut.
So, jetzt haben wir 100.000 Dinger von diesen hier gebrannt und brauchen eigentlich nur so eine Handvoll, um dann hier nämlich einmal wieder zuzumachen. Ja. Ah, da, da, da. Ups. Da, da, da. So, fein. Und hier unten natürlich auch noch. So. Und dann ist das gut. Dann ist das hier halt zu. Wir haben ja hier sowieso von außen ist hier ja sowieso so ein bisschen zu, weil hier ist zu. Wir müssen ja hier eh gucken, dass wir hier noch mal ein bisschen höher gehen. Weil wir das ja so ein bisschen einmauern. Also die Reihe hier. Die wäre dann weg. Oh, da ist ein Baum gewachsen. So. Gucken wir mal, dass wir es so machen, dass man's nicht, dass man nicht aufs Dach drauf kommt. So. So ist das dann halt. Ja, das ist halt aufgeschüttet worden und jemand hat sich dann gesagt, ach, wir lassen das einfach so. Muss natürlich warten, bis das alles hier schön grün geworden ist und dann geht das dann schon. Gucken wir doch mal. Also es bleibt wirklich immer diese Seite hier. Na gut, okay, dann bleibt die halt stehen, dann ist das so. So, wir kriegen 8 Setzlinge. Na, immerhin. Immerhin. Von 5 Bäumen 8 Setzlinge. Das ist doch was. Gut, die sind aber auch noch nicht alle gewachsen gewesen. Na, na. Na, 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 na. Richtig geil wird es natürlich, wenn die Baumform komplett gewachsen ist und du haust einen an und wartest einfach kurz einen Moment und dann ist alles weg. Naja, die Axt wird dabei natürlich verbraucht. Aber das ist, glaube ich, sehr cool, wenn dann die ganzen Blätter verschwinden. Bis dahin müssen wir halt gucken. Und hier am Rand, ja gut, okay, dann ist das halt so. Ne? Wenn die Baumform erstmal steht, dann steht sie und irgendwann brauchen wir die dann auch nicht mehr. Dann ist sie einfach nur noch da als Deko. Und wir müssen uns dann nur noch darum kümmern, dass wir hier irgendwie hochkommen. Gut, und wir müssen uns darum kümmern, dass ich was esse. Und dann. Ja, gut, okay. Also jetzt brauchen wir sie ja nicht mehr. Jetzt brauchen wir viel eher irgendwie den Cobblestone. Noch nicht da oben rein, hier unten rein. Ja. Und dann machen wir nämlich hier schon mal die Decke. Zumindest so viel, wie wir haben. Doch relativ dunkel, ne? Gut, ist ein Keller, aber okay, ja. Nö, nö, passt, passt, passt. So. Da-da-dam, 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 dam, da-da-dam, dam, da-da-dam. Und wenn das jetzt symmetrisch wäre, dann hätten 3 auch gereicht. Du blödes Ding. Wir machen erstmal den hier von hier oben nach hier unten. Den bringen wir wieder hoch. Und dann gucken wir mal, wie schnell seid ihr denn hier am Brennen? Das klappt da wunderbar. So, dann haben wir den Keller hier nämlich auch gleich durch. So und so. Und so und so und so. So und so und so und so. Na, damit man dann eben sieht, dass das ein Teil von der Wand ist und nicht irgendwie, dass das einfach nur so ein Loch ist. Ah, hier ist ja durch die Außenwand ist dann das ja schon abgedeckt.
Gut, da muss jetzt nur noch ja das Gitter davor. Das heißt, wir gehen mal kurz gucken, ob wir vielleicht ein Gitter haben. Und falls nein, gucken wir mal, ob wir vielleicht eins machen können. Metall, ne? Nein. Glas und Sonne, no, 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 Ton, no, no. Steinzeug, Möbel. Ist das ein Möbel? Nein, das ist kein Möbel, ne? Das ist ja eh dann hier nur Bergbau. Gut, okay, wir müssen dann gucken, dass wir mal ein bisschen Eisen irgendwie uns wieder zurecht machen. Zeugs. Haben wir denn hier noch. Guck mal, hier hätten wir auch noch Ton gehabt. Na gut, dann kommt der andere Ton damit dazu. Ton, 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 alles Ton. Zinn. Eisen, ach ja, Eisen war ja eher so komisch farben. So, hinein in den Ofen. Das kommt auch mal raus hier. Das ist ja eher dann sowas hier, ne? Ja, so. So, bei der Gelegenheit, hydriert euch, meine Kerle. Oh, und wir können den die Backscheiße mal wieder ausstellen. So. Gut. Dann. Reicht. Den Rest lassen wir einfach brennen. Das ist egal. Das passt schon. Reicht locker. Und damit gehen wir jetzt rüber. Was passiert hier? Oh mein Gott, was passiert hier? Ach, habe ich das jetzt mitgenommen? Ich wollte das doch in den... Naja, egal. Ja, und wie gesagt, man müsste halt gucken, dass man hier irgendwie, bevor die Brücke anfängt, noch hochkommt. Von der Breite her reicht das hier ja locker. 2 irgendwie ist dann mit dieser sprudelnden Quelle, die hinten ist. Da muss man dann mal schauen. Aber man würde hier auf jeden Fall hochkommen, okay. Gut. Ist halt mit den... Naja. Muss man mit leben. Wenn man eine Baumfarm neben Holz baut, dann ist das wohl so. Ach, aber hier wird überall alles schön Erde. Das ist... Ah, da ist der Baum. Es wird alles... Erde, sag ich. Es wird alles schön krass. Das ist gut. So. Dann geht's einmal hinab. Und dann kann man nämlich mal schauen. Dann... Miau, miau. So. 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 Damit wäre der Keller beleuchtet. Bam, Digga, ins Gesicht, Junge. Was? Ja, und hier muss man schauen, dass man hier vielleicht irgendwie dann runter geht, noch ein paar Stufen und das eben nicht direkt über den Boden schleift. Gut, dann Keller hier passt soweit. Haus ist jetzt zu. Der Turm ist jetzt auch okay. Der Weg, da nimmt langsam seine Form an. Boah. Wird. Nochmal, der Wald, der zieht sich jetzt langsam hier runter. Hier rüber, hier wirklich einmal komplett rum. Bis, ich würde sagen, hier zu dieser Kante, wo das dann langsam irgendwie in diesen See übergeht. Ich glaube, da kann man dann sagen, na gut, okay, hier. Oder hier vor vielleicht, ist dann vorbei. Ja, dass so ein bisschen Freifläche trotzdem noch bleibt. Ansonsten sollte der Wald natürlich dann schon relativ dicht werden. Und dann wirklich nur so ein bisschen Trampelpfade haben, wie gesagt. Dass man guckt mit Zaun, dass man so ein bisschen irgendwie... Ja gut, ich habe jetzt keinen dabei, aber dass man so ein bisschen das mal in Form bringt, dass der Weg dann sich längs schlängelt und dann passt das dann schon. Und ich glaube, mit dem... Holz hier oben, das lasse ich so, wie es ist. Das ist, glaube ich, okay. Ja, hier müssen wir gucken, dass man noch ein bisschen mehr Sachen reinstellt. Irgendwie können ja auch noch so ein keine Ahnung, was man hier... Eine Kiste vielleicht noch mit reinstellen oder... Die von meinem Mod hier, das Ding, wo man dann eben die Möbel mitbaut. Dass man hier so einen kleinen Werkbereich hat. Den kann man dann ja auch dann komplett mit Kies ausfüllen. Das ist halt dann eben... Auf dem Boden dann halt Kies. Ja, die Baumfarm tut, was sie soll. Wir hauen mal hier nochmal einen weg. Gucken, was es dafür gibt. Nichts anscheinend.
Naja, drei, ne? Immerhin. Zwei, drei. Die Baumform wird auf jeden Fall auch so langsam, das ist okay. Dann schmeißen wir den Scheiß mal in die Kiste und pünktlich zum Sonnenuntergang, würde ich sagen, gehen wir dann auch mal zu langsam so Richtung Ende. Die Aufnahme läuft ja nun auch schon irgendwie 2,5 Stunden, das heißt, es gibt gut Folgen. Diesmal schneide ich es auch wieder, keine Sorge, ihr müsst nicht wieder alles am Stück gucken. Außer natürlich, hier steht drauf, die Sachen am Stück zu gucken. Ich finde das immer ganz geil, so ganz lange Folgen zu haben. Zum Angucken selber zumindest. Wie ihr das seht, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Gut, es wird dunkel, es wird Nacht. Hier ist es auch schon ordentlich finster. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Haut rein. Tschö.